Meindl-Chef Julius V. lächelt seit dem Wochenende deutlich entspannter. Seine Bank ist laut Nationalbank wirtschaftlich gesund und hat keine Kapitalprobleme. Und vor allem, es gibt keine strafbaren Tatbestände nach dem Bankwesengesetz. Die drei Anlagegesellschaften Meindl European Land, Meindl International Power und Meindl Airport müssen nicht in die Bankbilanz, weil sie rechtlich selbstständig sind. Allerdings könnten die Bankgewinne heuer schmäler ausfallen, weil die Bank zuletzt 60% der Erträge über die MEL erwirtschaftet hat. Die Geschäfte mit Investmentbanker Wolfgang Flöttl wurden in Ordnung befunden. Er ist der Bank allerdings 1,4 Millionen Euro schuldig geblieben. Es gibt aber auch eine Reihe von Kritikpunkten an der Organisation in der Bank, die nach Meindl-Angaben bereits großteils in Ordnung gebracht wurden. Man will übrigens zwar die Managementgesellschaft der Meindl European Land, aber nicht die MEL selber verkaufen. Man sucht aber einen finanzkräftigen Partner. Der Kursverlauf bei Meindl European Land ist schlimm genug. Da wird also die Feststellung der Nationalbank, dass es keine rechtlich relevanten Straftatbestände für die Meindl Bank nach Bankwesengesetz gibt, mit großer Erleichterung aufgenommen. Die Chancen der MEL-Anleger auf Schadenersatz sind deutlich geschrumpft. Nun muss man bei der Meindl Bank allerdings noch den FMA-Bericht über die MEL-Börsengeschäfte abwarten, die eventuell doch noch Probleme bringen könnten.